Und damit herzlich willkommen und einen wunderschönen Nachmittag hier zu einer Folge Railroad Online. Es gab eine mit einem ganz kleinen, es gab eine mit einem annehmbaren Kohlebunker. Sehe ich nicht mehr. Die so starr sind, die Loks. Kannst du ja mal raussuchen, während wir hier anhalten oder während du da anhältst, und ich hole in der Zeit die Lok und komm dich mal retten mit der Erika. Ich rede von den Ruby. Hat die wirklich mehr Power noch als die Heißler? Prüfe 13.000. Tatsache, hab Echt? sie. Und zwar 500. 500 LBF mehr. Na, immerhin, wa? Also können wir uns, glaube ich, aber darauf einigen, das hätte jetzt den Tag auch nicht mehr unbedingt gerettet, oder? Entschuldigung. Gesundheit. Danke. Hilft mir dann. Ah, so, gucken wir mal hier ein bisschen langsamer. Ich weiß nämlich nicht genau, wo wir rauskommen. So, wieder mal auf dem Weg zur Arbeit. Jo, Toto, ruhige Schicht. Hallo, lieber Desolatio Lupus. Schön, dass du auch am Start bist. So. Ups, Caps. Ja, passiert. So, Erika reitet. Alter Hilfe. Oh, den Baum müssen wir aber auch noch wegmachen. Der steht aber zu nah hier. So, Weiche steht noch da. Können wir also erstmal weiterfahren. Na? Ein bisschen habe ich es ja geahnt, ne? Muss ich ja doch gestehen. Ich war auch so gedacht, komm, das ist immer noch eine Heißler. Die regelt das schon, aber dann habe ich halt auch gedacht, naja, okay, aber. Also irgendwo. Ja, die Climax hätte es wahrscheinlich geschafft, aber die hat Weiß halt ich einen nicht. scheiß Cockpit, ne? Ja, Ja, wo finde ich denn? zumindest. Ich glaube, wir haben keine Climax. Nee, das ist allgemein in der Leistung. Wahrscheinlich hätte es das ausgemacht. Oh, Aber ich finde das Cockpit so blöd bei der Climax, hier weil du hätte da ich kaum schon was siehst. wechseln müssen. So. Komm, wechseln wir mal eben hier. Kurz hier die Schienen gewechselt. Hier wieder zugemacht. Nicht, dass jemand hier direkt in die Wendeschleife reinbrettert. Hatte ich auch wieder zugemacht. Wenn du da bist, kannst du mal die Weiche Richtung Sägewerk stellen. Passt. Hoffe ich, fahre jetzt noch mal dran vorbei. Wow. Alter Schwede, das war jetzt aber. Jetzt ist hier aber wirklich langsam in Betrieb, wa? So, und jetzt hier, wie der Kollege damals geschrieben hat, bisschen auf Expansion fahren. Machen wir den mal 60, 66. So, jetzt gucken wir doch mal, was hier so geht. So, Zylinderhähne noch zu. Dudelig, komm!
So, unterwegs in Rettungsmission. 20 mph, ich glaube, da geht auch nicht mehr viel. Was brauchst du eigentlich, Balken oder Bauholz? Sowohl als auch. Ich müsste jetzt gucken, was wir wo brauchen. Na, doch noch ein bisschen. 25 runter, doch, guck mal hier, ein bisschen klettert der noch. Jetzt einen Regler noch was draufdrehe. Nee, mehr geht nicht mehr. Wir holen hier alles raus. Wir holen hier alles raus, alles was geht. Ist der Waker echt bloß eine Bremse? Ich glaube ja. Ne, vorne und hinten glaube ich hat er. Ist aber egal, du bedienst damit immer alle vier Räder, ne? Was mögen das jetzt sein? 22 Meilen? Vermutlich, ne? Ach, guck mal, das scheint jetzt aber auch eine Auswirkung zu haben, wenn man die Zylinderhähne aufmacht. Zumindest vom Geräusch her habe ich jetzt das Gefühl, er ist langsamer geworden. Machen wir wieder zu. Hat jetzt scheinbar auch einen Einfluss. Miau. Also ich habe das Gefühl, man merkt auf jeden Fall, ich sage jetzt mal, mit den hohen Geschwindigkeiten fühlt sich das Spiel noch nicht unbedingt wohl. Würde ich jetzt behaupten. Ich weiß nicht, wie es bei euch ankommt, aber hier ist doch so ein bisschen huckelig und ruckelig. Und gefühlt will die Lok eigentlich die ganze Zeit von der Schiene springen. Mensch, hätten wir ja auch noch ein paar Wagen mitnehmen können, oder? Ich hab's kurz weggelagert, ne? Jojo. So, ich drehe schon mal alles etwas runter. Hier drehe ich schon mal mehr auf Kraft. Denn theoretisch müsste ich ja gleich schon das Waker sehen. Da hinten meine ich sehe schon was. Es dürfte der Zug sein. Ist natürlich auch noch bergauf, also sollte ich auch noch langsamer werden. Hoffe ich zumindest nicht, dass ich jetzt voll da reinpresche. So, wir werden langsamer. Sehr schön. Ja. Fabi, mein Lieber. Vielen, vielen lieben Dank für dein Abo. 29 Monate. Junge, 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 wie die Zeit vergeht, wa? Schön, dass du da bist, mein Lieber. Wie geht es dir? So. Komm, kleine Kuke, du bist Kohle gefeuert. Wunderbärchen und dir, ja, hervorragend. Ich habe noch Urlaub, Fabi. Bitte dich. Kann es einem nur gut gehen. Okay, ich muss den Regler also scheinbar schon auf 16 packen, nur um hier meine eigene Lok hochzudrücken. Das finde ich doch krass.
Ah, jetzt schön vorsichtig, ne? Schön vorsichtig einführen. So, und wir sind da. Ja. Halten wir uns mal dagegen. Will auch wieder Urlaub, kann ich nur empfehlen. Ist etwas sehr angenehmes Urlaub. Aber ich kann die jetzt hier auch lösen. Nee. Doch, tatsächlich, Verbindungsstifte hinzufügen, entfernen. Huh. So, vom Prinzip her könnten wir jetzt loslegen. Wie viel Kohle haben wir noch? Ja, gar nicht so wenig. Boah. Es ist schon ein langer Zug. Hatte die letzten 2 Wochen Urlaub. Eieiei, brauche aber schon wieder. Ja, ich habe nur eine Woche. Aber ich verstehe trotzdem, was du meinst. So, kann ich jetzt hier einfach drücken mit Vollgas oder springe ich dann gleich den Zug? Ah, besser nicht machen, ne? Eigentlich sollte die hintere Lok immer ein bisschen vorsichtig sein. Ah, scheinbar habe ich jetzt nur die Kupplungen mal zusammengedrückt, oder? Ich ziehe mal die Bremse mit an. Immer lieber die Bremse. Was ist denn los mit dir, dass er hier sein eigenes Gewicht nicht richtig halten kann? Da wundert mich ja schon alles ein bisschen. So. Ja, jetzt ne, kommt es darauf an. Jetzt ist Teamplay gefragt. Leider ist mein Teamplayer gerade rauchen. Oh ja, sie haben das HUD überarbeitet. Und es gibt ein paar neue Sachen. Aber der Multiplayer ruckelt immer noch. Was wir aber zum Beispiel mal tun könnten. Das sieht richtig gut aus, finde ich allerdings auch. Zack. Nochmal eine Schippe Kohle nach. Dass wir also auf jeden Fall hier vorbereitet sind. Sobald Nudel dann da ist, geht's auch schon los. Und wir können hier sofort loslegen. Sofort. In der Hoffnung, dass er dann gleich wieder da ist. Wir könnten jetzt natürlich mal hier noch die Maus ein bisschen verstecken. Ne? Das können wir auch noch ausschalten. Dann können wir hier so ein... Machen wir direkt noch einen. Ich weiß nicht, ob er das Benutzer jetzt dabei hat oder ob nicht. Du rollst nach hinten. Ja, ich merke das. Ich frage mich halt, warum. Und scheinbar hat die Heißler nicht genug Bremsleistung hier. Könnte natürlich erklären, warum der Kollege hier an dem Waker gerade eben meinte, der hat nur eine Bremse. Was ist das denn? Tatsächlich, der hat wirklich nur eine Bremse. Ja, wir rollen ein bisschen. Es sind aber auch 230 Tonnen Ladung. Und insgesamt haben wir hier einen 370-Tonnen-Zug. Also, es gibt Größeres, okay. Aber ich bin relativ zufrieden. Ich finde, das ist schon ein sehr großer Zug, was wir hier gebastelt haben. Ich höre ihn soweit. Der Herr, wir können, wenn du soweit bist. Und er so, ja, ich bin noch im Waker. Jetzt kommt genau das. Was die bei Railroads, nicht bei D-Rail Valley, das Genick bricht. Ja. Anfahren auf den Berg. Ach, easy. Wir sind nämlich zu zweit. Das heißt, ich fange jetzt schon mal langsam an zu schieben. Löse jetzt die Bremse. Und in dem Moment, wo du die Bremse löst und Gas gibst, geht's los. Du musst mir nur sagen, wann. Dann erhöhe ich nämlich auch den Regler. Jetzt. Ich habe nämlich jetzt nur ein bisschen Sorge gehabt, dadurch, dass wir sie auch realistisch stehen haben. Nicht, dass ich jetzt den Regler hoch, genau, dass ich den Regler hochdrehe und dann anfange, den Zug hier aus der Kurve zu drücken. Du hast Regler auf 100? Jo. An. Gut. Ich fange an, ich drücke was mehr.
Für Freiheit und Demokratie. Ah, na dann komm, dann gehe ich auch mal auf Dodger Power. So, Wendeanlage auf 100, Regler auf 100. Ja, dann mache ich die Bremse jetzt auch auf 100, sonst sieht das ja doof aus. So, die das Träger. Ist einfach so. So, die packe ich ein bisschen runter. Was ist das noch für ein Scheiß? Die Scheiße funktioniert nicht. Da steht immer was auf 0. Ja. Ja, brauchst mich ja nicht so anschreien. Junge, zwei Lokomotiven, und zwar verdammt starke Lokomotiven, um die 24 Holzwagen hier hochzudrücken. Hallo lieber Gamer Noob, schön, dass du auch dabei bist. Danke, mir geht's gut. Und selbst? Boah, alter Schwede. Das finde ich auf jeden Fall macht das Spiel jetzt wieder um einiges interessanter. Denn jetzt sind wir halt wirklich an dem Punkt, wenn wir jetzt der Meinung sind, wir müssten riesengroße und schwere Züge bauen, dann musst du Doppel- oder Dreifach-Traktion fahren. Und das ist halt der springende Punkt. Du alleine schaffst das auch nicht. Du alleine schaffst das auch nicht. War gerade mal kurz auf Null. Nee, ist richtig. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Obwohl, ohne dich da vorne dran würde ich es vielleicht schaffen. Bauchweh ist gut. Jetzt bist du hier halt auch aufeinander angewiesen. Finde ich eine schöne Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir sehr gut. Denn Dampfloks sind einfach nicht gut, was Steigungen angeht. Sie sind nicht gut. Oh, ich habe ein Signal. Halt erwartet. Hä? Aber nicht von uns. Ach, bist du hinter uns? Vermutlich, ne? Ja. Ich sehe dich noch gar nicht. Ach, noch der? Nicht. Nee, ist das denn nur der? Ich bin gerade erst wieder bei der Einfädelung von der Kohlemine. Oh, weiß ich aber nicht. Meinst du, kriegst du uns? Wir haben hier immerhin ganze 10 mph. Sind wir schon dran. Ja. Liebe Railroads-Entwickler, da er nur zwei Karten hintereinander ausgekloppt hat, ich hätte gern den Australian Outback. Mit so einem richtigen Kohle- und Eisenbomber. So 100, 150 Waggons. Es gibt Signale, ja, nicht ganz farbig. Ich denke, der Dodger meint das hier. Ich habe ja hinten die roten Lampen dran. Also als Signal, hier ist sein Zugende. Aber dadurch, dass ich ihn noch nicht sehe, behaupte ich, wir sind für das Erste außerhalb der Gefahrenzone. Wir werden ja auch fast schneller. Also die 10 haben wir ja konstant jetzt schon mal. Ich habe nochmal Kohle nachgelegt, da dürfte also auch nichts passieren. Es sind halt auch schon Signale. Ja, eigentlich schon, ne? Irgendwie sind das Signale. Eine Flatmap wäre auch nett, wenn es zum Experimentieren wäre, ja. Also ich habe so das Gefühl, wir werden bestimmt noch Riesenzüge hier zusammenstellen. Wir haben ja jetzt auch von den Rungwagen, haben wir auch schon 24 Stück im Umlauf. Wir haben hier von 24 Stück im Umlauf. Müssen wir halt mal gucken, ob die Heißler hier vorbleibt, ob wir vielleicht noch einfach eine zweite dranhängen aus Jux. Oder eben doch noch diese Ruby. Von vorne rein. Gerade über den Fluss. So. Von vorne rein vielleicht Schütze. Der Doppel-Ruby. Tender an Tender. Da müssen wir mal gucken. Da hinten kommt der Dodger, siehst du, der ist jetzt. Dann hat man auch nicht das Problem, dass man ständig drehen muss, die Lok ist. Ja, müssen wir mal gucken. Was uns halt so gefällt. Ich glaube, die Ruby hat aber vorne und hinten einen Kuhfänger, ne? Das wird das Ganze ziemlich kacke machen. Meine ich. Bin mir jetzt aber unschlüssig. Man könnte die natürlich hier als Doppelpack machen, ne? Dass du vorne einen an den Zug hängst und hinten eine. Weißt du, wie ich meine? Blöd zu handeln, wenn man nochmal alleine fährt. Fährt keiner mehr alleine, fertig. Du fährst diesen Zug dann einfach nicht mehr alleine, Thema erledigt.
Finde ich jetzt gar nicht so verwerflich, um ehrlich zu sein. Du brauchst dann halt für manche Sachen einfach einen Kollegen. Mir fällt gerade auf, könnten die 10 mph für die Heißler nicht schon annähernd Ende sein? Boah, kann sein, Kaffee, weiß ich nicht. Müsste ich jetzt passen. Nee, leer macht es 22 oder so. Macht doch 20 Betsys und gut ist. Wäre auf jeden Fall auch amüsant, Fabi. Wollten wir ja im letzten Spielstand auch schon mal gemacht haben, aber ja, der hat sich dann aufgelöst. Ah. Oh, da schreit sogar schon die Katze. Und der Dodger provoziert wieder. Hast du an der Kohlemine schon abgeladen? Noch nicht. Hä? Ich wollte erst mal gucken, ob ich mit dem vollen Wagen so hier locker und flockig hier hochkomme. Ja, sicher. Sind doch in Anführungszeichen nur 12. Guck mal hier, ein Stück gerade eben auf den Brücken gewesen, schon haben wir an Schub gewonnen. Wenn wir den jetzt einfach beibehalten, dann ist doch gut. Und vor allem, du hast ja auch eine Lima, also du hast ja noch mehr Power wie wir. Und zwar gewaltig mehr. Sich auflösende Spielstände, wer macht denn sowas, ja? Da kommt der Drängler so in etwa, Fabi. Oh Gott, ich hätte nicht aus dem Fenster schauen dürfen. Schon wieder übelstes Schneegestöber. Echt? Krass. Also bei uns nicht. Sprach der Ruhrpottler. Hier regnet es nur Asse. Bin ich aus dem Port. Eieieiei. Heute Morgen war alles weiß. Krass. Nicht schlecht. Und nächste, das sieht jetzt auch richtig cool aus, wie einfach so der halbe Zug hier verschwindet. So, jetzt nehmen wir bestimmt noch Jetzt nach mal, Sylt. jetzt nehmen wir bestimmt noch mal richtig Fahrt auf, weil es ja hier relativ eben ist. Und dann sind wir schon wieder in der nächsten Steigung. Sind auf dem Weg nach Sylt. Ja. Also mir gefällt's, muss ich sagen. Halt auch, dass du jetzt, wie gesagt, zu zweit unterwegs sein musst. Ist jetzt natürlich mit dem Zug auch nicht verwerflich, machen wir uns nichts vor. Oben an- und abkoppeln, da hast du doch alleine auch keine Lust drauf. Richtig. Also von daher finde ich es voll in Ordnung. Ich glaube ganz ehrlich, du Erbsensuppe. Ja, also da geht noch was. Was hatten wir auf dem letzten Spielstand? Ich glaube irgendwie 63 Wagen insgesamt. Kriegen wir doch noch geknackt, oder nicht? Ist ja auch nicht Railroad offline. Genau. Da sagst du was, Zara, da sagst du was. Ich habe übrigens jetzt auch Railroader. Das wurde mir vom lieben Feldbahner gesponsert. So viele von euch haben mir immer gesagt, das ist wie D-Rail Valley nur mit Dampflok. Und das wäre ja voll cool. Also, wann kann ich mit euch rechnen? Muss ich mich mal nach Code umhören. Hey, jetzt. Echt, Fabi, hast du das auch? Du hast das Spiel? Wäre ja richtig gut. Nee, na toll. Na toll, Fabi. Oh, ich habe das Gefühl, hier merkt man richtig hart die 2,5%, wa? Oder hast du, bist du vom Regler runter? Nö.
sind die Knicke in der Brücke. Weil du da zum Teil auf 10 Meter mal mehr als 3-4% hast, wegen dem Buckel. Nee, den haben wir doch immer schön wieder ausgemerzt. Das dürfte nie mehr wie 2,5 hier sein. Wie nennt sich das? Railroader. Ist wohl ein bisschen wie die Rail Valley mit Dampflok. So wurde es mir zumindest beschrieben. Wissen tue ich es nicht. Ich selber, wie gesagt, habe es noch nicht gespielt. Okay, das ist doch jetzt ein sehr schönes Bild. Na, das nenne ich doch mal ein Bild hier. Guckt es euch an. Ah, wir sind in der Kurve. Wir haben erhöhten Reibungswiderstand. Schön. Stimmt, wir hatten ja Physik auf realistisch. Fragt Desolatius, der spielt das. Echt? Krass. Oh, das geht auch online. Koop, ja, sollte man sogar machen, Fabi. Darum ging es ja. Nee, jetzt hör auf. Nudel, was ist da los? Hast du keinen Dampfdruck mehr? Alles schick. Ja. Das ist wohl der Reibungswiderstand. Nee, das liegt daran, dass ich nicht mehr hetze. Geil. Mich nicht, ich bin voll Scheitholz. Oh je, das kann echt anstrengend werden. Geht nicht ohne, ich habe das mal angeschaut. Krass. Ja. Dodger, wie weit bist du weg? Moment. Ah, du hast aber vorne keinen Kupplungshaken, ne? Doch. Sicher? Ja, Moment. Außerdem fahre ich rückwärts zu euch hoch. Halb so Okay. wild, dann nimmst du das Ding Draht. Nee, es geht mir eher darum, dass er vorne Kuhfänger hat. Nicht, dass er dann einfach hier schubst, drückt mich von der Strecke und Thema erledigt. Oder bringt das was, wenn ich Sand anmache? Nee, bringt gar Ich fahre nichts. gerade durch die Wendeschleife. Ladies and Gentlemen, Oh, willkommen heiß. in der amerikanischen Prärie. Zur Linken sehen Sie nichts. Zur Rechten sehen Sie Es ist nichts. einfach so. Der Heizer hat versagt, bremst mal besser. Warum? Oh, ich hab's ja doch. Ja, voll, Fabi. Läuft bei dir. Vergiss einfach, welche Spiele du hast. Sehr gut. Da fällt mir der neue Werbeslogan von der Deutschen Bahn ein. Freunde findest du, wenn du ankommst. Echt? Und du hast auch genug Holz drin, etc. Hast noch genug Brennmaterial hier. Ja, manchmal kann ich genug Power. Kann doch nicht sein. Was soll denn das? Nicht, weil ich es gerade eben gekauft habe, lol. Gibt es Wendeanlage nicht. 100% deutscher Power. Ja, vielleicht hilft das. Gute Idee. Interessant ist, der schaukelt bei mir gefühlt ein Stück nach vorne und dann wieder ein Stück zurück. Komm mal durchpusten. Mit einer Trax 2 wäre das nicht passiert. Ich bin eher so Vectron-Fan, aber habt ihr irgendeine Bremse angezogen? Ja, nicht, dass ich wüsste. Kann mal gucken. Oh, Tenderbremse, 100%. Echt jetzt? Nein, natürlich nicht. Ich bin gerade einfach nur entsetzt, dass unsere Power zusammen nicht ausreicht für 24 Wagen. Also ich bin gerade wirklich ein bisschen entsetzt. Ich meine, die Heißler ist eine echt starke Lok. Das ist ja hier die kohlegefeuerte Kuke. Die hat ja nun auch einiges an Power. Hast du vorne in. Achso, brauchen wir ja nicht. Ich habe ein Pinöpel schon drinne. Ach, hast du schon? Okay. Geht doch mal die Wagen ab, aber alles schick. Das sieht echt aus, als würde vor nicht mehr gezogen. Ja, ist auch so, ich bin mir da sicher. Da ist doch die Steigung nicht gestiegen. Nee, aber du bist halt in der Kurve. Und damit hast du natürlich erhöhten Reibungswiderstand. So, das ist relativ simpel. Du hast erhöhten Reibungswiderstand in der Kurve. Das war's dann. Na, Betsy, wäre das nicht passiert. Vermutlich, Sarah, da wären wir gar nicht so weit gekommen. Jo, noch ein Stück. Ein Meter. Ich Halber bin nicht um Meter. die
Ja, komm, noch was? Du warst schon fast dran. So, sollte drin sein. Jetzt aber. Also jetzt muss es funktionieren. So, guck. Also ich habe alles auf 100. Wie sieht's bei dir aus, Nudel? Dann hätten sie gelöst. Regler 100. So, Auch bei Dodger. 100. Hä? Du Scheiße. Wir bewegen uns aber wieder. Okay, das ist jetzt geil hier hinten. Oh, 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 krass. Oh, krass. Ist schon wirtschaftlich, so ein Dampfzug, ne? 200 Tonnen Holz verbrennen, um 100 Tonnen zu transportieren. Hervorragend, oder? Also ich bin schwer begeistert hier. Hallo! Guck mal, Trainspotting. Warte, ich versuche mal gerade. Aber die Lima sieht einfach geil aus. Einfach geile Lok. Schön, im Lastgewirr kein Schnickschnack. Jetzt rennt er mir hier durchs Bild, wo ich Screenshots machen will. Ich packe es nicht. Was ist mit dir? Du gehörst nach vorne auf deine Lok. Auf deine Lok gehörst du. So, tschüss, fort mit dir. Ja, und jetzt? Jetzt haben wir genau ausgerechnet vorne, weil es da mal keinen mehr, der steuert. Ja, Liegen, das ist kleiner liegen, Mann. das geht Lauf! schneller. Lauf, alter Mann, lauf! Geh einfach mal Okay, den mich jetzt Regler hier. runter, fertig. Immer diese Trainspotter im Gleiskörper. Katastrophe, ne? Hallo Dampfschiff, schön, dass du auch da bist. Stell mich jetzt hier vor die Heißler und halt, stopp. Ich würde das nicht tun. Könnte schief gehen. Hätte dir die Sand nutzen können. Hatte ich versucht, Gamer Noob. Hat leider wenig gebracht. Ich hätte den Dodger gar nicht angekuppelt. Schieben hätte gereicht. Hast du vollkommen recht, Kaffee. Hast du vollkommen recht. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich kann ihn ja wieder abkoppeln, wenn du willst. Mach mal. Theoretisch brauchen wir ja dann auch beide gar nicht angekuppelt sein. Ich wollte ja auch nur den Berg hochschieben. Was heißt das? Wir brauchen unten an dem Berg jetzt ein Abstellgleis an beiden Bergen. Der anderen Seite gibt es ja auch einen. Und immer wenn dann ein Zug nicht hochkommt, dann haben wir Schubloks. Entschuldigung, was machen Sie da in Ihrem Stream? Krach. Ich weiß nicht, ob die Weiche richtig steht. Müsste eigentlich. Scheint so, ja. Müsste. Ich war vorhin da. Und Einmal rum dann. und hinten rein, ne? Genau. Dodger, ich glaube, wir zwei können anfangen zu reduzieren. Also du vor allem. Tschüss, mein Lieber. Vielen, vielen Dank nochmal. Was macht ihr hier für einen Blödsinn? Ja, Dampfschiff, den Zug den Berg hochkriegen. Das Mal machen gucken. wir hier. Nur die Lok. Hab bei mir auch auf den Steigungen 25. jeweils zwei Heißler stehen, die in der Not helfen gehen können. Krass. Ja, wir müssen gleich erstmal gucken hier, was im Prinzip die Lok mit der größten Zugkraft ist im kompaktesten Format. 35 Meilen.
Oh, fliegen wir nicht raus.70 Hammer! Meilen. Also die zwei Loks haben tatsächlich auch nicht hier den Berg hochgeschafft, abgefahren. Also mit diesem Zug. 45 Meilen. Sauber. Da geht noch was. Nein, nein, 45 Meilen, das war's. Bist du rausgeflogen? Ja. Oh. Guck mal, wie geil das aussieht hier. Das ist herrlich. Also ich glaube, wir brauchen noch längere Züge. Die Frage ist, womit? Machen wir den Scheitholzzug noch etwas länger? Weil im Endeffekt gibt es halt nur den Scheitholzzug, der eigentlich hier zur Schmelze muss, ne? Für eine Aufgabe. Ansonsten gibt es ja an sich gar nicht so viel, wofür wir jetzt wirklich viele Züge brauchen. Also große Züge. Oder gibt es noch irgendwas, was wir in rauen Mengen transportieren müssen? Also das normale Holz, klar, da könnte man jetzt, ne, da haben wir auch genügend Wagen, da stehen ja auch noch 12 Stück, die können wir auch zusammenschmeißen. Aber gibt es jetzt noch irgendwas, was wir so wirklich so in rauen Mengen irgendwo hin transportieren? Nö, ne? Vom Eisenerz kann man hier natürlich, ich glaube, 1000 oder was hinbringen. Oder wie viel ist das? Ja, ne? Kohle kann man zum Eisenwerk 1000 hinbringen. Und ich glaube, Kohle braucht man auch noch bei der Fleischfabrik, ne? Ja. Weißt du, wie viel dahin hin können? Das weiß ich jetzt nicht. Aber meine Lok hat es in den Gleisen gehalten. Das war nur der Tender, der abgeflogen ist. Ach, schade drum. Dann könnte man ja wirklich überlegen, ob wir nicht einen gigantischen Kohlezug bauen oder einen gigantischen, ich sag jetzt mal hier, Schüttgutwagenzug, ne? Dass wir dann halt, ja, wenn es dann halt so, wir brauchen Kohle oder was, dass wir sagen, okay, dann kommen wir einmal mit dem Kohlezug. Und damit müssen wir ja dann theoretisch über die ganze Map. Oder eben Eisenerz kann man ja genauso damit transportieren. Das ist ja wurscht. Es ist halt nur noch die Frage, ob wir den mischen oder ob wir nur einen Wagentyp da drin haben wollen. So, Nudel, ich würde übrigens sagen, halt mal kurz an, dann koppel ich die Kabus und die Kuke hier schon mal ab. Das macht ja an sich wenig Sinn, die jetzt hier mitzunehmen. So. Zack. So. Na, ich will es mal so formulieren. Ja. In 180-Grad-Kehre hat es mich weggenudelt. Oh. Kampfnudel. Er ist aber auch aggressiv, ne? Ja, müsste man sich jetzt überlegen, ob wir, wie gesagt, vielleicht so einen riesengroßen Kohle, Eisenerz, also Schüttgutwagenzug bauen wollen. Und dann halt die Frage, mit welchen Wagen, ne? Nehmen wir ganz einheitlich nur diese neuen Riesenwagen? Oder sagen wir, nee, misch den ruhig. Denn es gibt ja inzwischen drei Schüttguttypen. Ne? Es gibt ja diesen etwas kleineren, es gibt den ganz klassischen, den ich sag mal, den wir seit Anbeginn der Zeit hatten. Und es gibt ja jetzt die ganz neuen Riesenwagen. Also ich würde dann nur die ganz großen nehmen. Ne? Hier diese kleinen Schüttgutwagen würde ich da nicht reinmischen. Das Müsste könnte ja man sich bekloppt überlegen. beim Koppeln. Ja, deswegen ist halt die Frage, ne? Wenn man nur den ganz großen nimmt. So, und stopp. So, rückwärts. Ja, mit welchen? Ah, so einen richtig langen Kohlezug würde ich schon sehen. Ja, okay, Fabi. Also so Schüttgut, ne? Dass wir Kohle und hier Eisenerz und sowas transportieren können.
Eher mit welchen Loks? Wenn du für Holz schon 3 brauchst, dann müsste die schweren Waggons schon 6 sein. Ja. Das ist Kohle, keine Frage. Lima, Doppeltraktion. so mein Gedanke. Ich glaube, die wird da auch nicht reichen. Ich denke, die wird da nicht reichen, aber ist doch egal. Meinst du quasi 12 Betsys, genau. zweimal Baureihe 43? Ja, beziehungsweise eine 41er dabei, damit es auch schnell geht. Noch etwa eine Wagenlänge. Halbe Wagenlänge. Oh, stopp. Oh, war knapp. Und kommen die an? Ja, ne? Ich glaube, die kommen auch an. Echt jetzt. Warte. So, einmal nach vorne, bitte. Ach, mir hat es nur ein paar Waggons aus den Gleisen gehauen. Huch. Weil ich gebremst habe. Oh, so schnell gebremst. Die Lima hat ja im Moment diesen Bug. Ja? Ja, du haust die Bremse rein, zack, steht der Zug. Ah ja, genau. Er ist instant auf Null, stimmt. Ich erinnere mich. Oder generell die Züge. Aufgleisen. Und Retour. Ja, wie gesagt, die Frage ist ja auch, wie groß wird dieser Zug, ne? Wenn ihr überlegt, da kann ein Wagen 22 transportieren. Also wenn ich jetzt die 1000 nehme und teile die nur durch die 22, bin ich schon bei 45. Also bedeutet, wenn wir 44 Wagen davon hätten, hätten wir 968. Damit können wir so ziemlich alles füllen, mit ein einzigem Mal vorbeifahren. Das wäre schon krank. Amüsant, aber krank. Müsste man sich halt jetzt auch überlegen. So, es wären 45 Wagen, 44 Wagen. Ich sag mal, da brauchst du bestimmt 4 bis 5 wirklich starke Lokomotiven. Ist ja jetzt nicht unmöglich, ne? So ist ja nicht. Ich meine, wenn das Finanzielle einmal sitzt, dann, ne, dürfte da keine Probleme mitgeben. Ist halt die Frage, ob wir da Lust haben. Wenn wir so einen Zug haben, der ist natürlich anstrengend. Kannst bremsen, Nudel. Und wieder nach vorne. Ne, der könnte uns auch im Weg stehen. Auf der anderen Seite, wenn wir den teilen, dann dürfte es auch wieder gehen. Ja, müssen wir uns halt überlegen. Vorne so eine Dreier-Traktion oder sowas, hinten noch eine Schublok oder zwei, wäre schon irgendwie cool, ne? Müsste man sich überlegen. Oder halt vorne zwei, hinten zwei. Also da geht schon einiges, bloß nicht. Kann schon wieder zurückkommen. Und wäre natürlich schon cool, ne? Wenn hier so 1000 Eisenerz sind. Doof ist natürlich, wir kriegen den Zug auch nicht voll, ne? Wenn die Eisenerzmine bietet ja in Anführungszeichen nur 250. Das sollte man vielleicht auch nicht vergessen. Kohlemine das gleiche. Oder 300 oder 400. Also man müsste so oder so immer wieder neu ansetzen. Weiß ich da nicht, ob das so cool ist. Das wäre halt beim Scheitholz etwas praktischer, ne? Scheitholz ist halt nur sehr lästig zum Abladen. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Und die Frage wäre halt jetzt bei der Fleischfabrik, wie viel Kohle muss da überhaupt hin? Das wäre natürlich die nächste Frage. Ja, ein bisschen langsamer. Noch etwa eine Wagenlänge. Halbe Wagenlänge. Ja, ein bisschen bremsen.
Ah, bist dran. Ich glaube, wir sollten das Gleis um noch ein Müh verlängern. Dann wäre das deutlich angenehmer. Jo, kannst wieder nach vorne. Und schon wieder zurück. Okay, das klappt nicht. Also wäre wirklich nur ein Mühe drin. Oh. Ups. Ah, Bremser halt. Naja, dann ein Stück musste noch. Sorry, also war nicht als Vollbremsung, du warst einfach etwas schnell. Sorry. Kommunikationsproblem. Ist die Bremse gelöst? Ja, ne? Ne? So, jetzt aber. So, jetzt bitte bremsen. Jo. Oh, da haben wir ja noch ein bisschen was vor uns, ne? Und wieder zurück. Ja, Mühe müssen wir das verlängern. Ein bisschen. Er scheint heute schon wieder verarbeitet. Eisenerz ist auch gut weggegangen. Kann man hier jetzt 7800? Wow, das ist schon mal gar nicht schlecht, ne? Ja, das müssen wir uns jetzt überlegen. Ja. Komm her. Komm du doch her. Ach ja. Ja. Ja, vielleicht ein bisschen langsamer schon mal werden. Schön. Oh, halbe Wagenlänge. Versuche das gleich mal ein bisschen zu erweitern. So, stopp. Nee, wieso fährst du wieder vor? Wieso fährst du wieder vor? Warum? Na egal, jetzt ja, jetzt kannst du vorfahren. Hat er ihn auch geklappt? Ja, nee. Also wenn stoppt, dann stoppt, dann nicht wieder vorfahren. Er muss ja dann noch abladen. Naja. Was soll's, 3 Holz verloren. Das schöne Geld. Ist so. Und wieder zurück, bitte.
34 Meter. Ich kann ich nichts mehr abladen. Kannst du nichts mehr abladen? Eine Bauholz ist voll. Okay, 35 geht auch. Langsamer Nudel. Zusammenkoppeln. Dann Bremse lösen. Ja, ich glaube, das könnte sogar schon reichen. Wir versuchen es. Kannst wieder nach vorne. Versuche ich mit 35 oder besser mit 34,5. Wir versuchen mal 35. Ne, besser 34,5. Kurz anhalten. Nicht zurücksetzen, bitte. Nur anhalten. Ich habe die Gleise weggemacht. Das müsste aber passen, denke ich. Oder? Na komm, besser nur 34. Ich will echt nichts riskieren, sonst hauen wir uns dann nachher die Dinger raus. Class 125 sehe ich als neue Bärbel. Die ganz neue, ne? Die man erst ab Level 9 kriegt für irgendwie 37 Millionen. Wie war das? Boah, natürlich. Alles andere wäre ja jetzt auch zu viel verlangt. Ja. Oh, sehr schön. Hast du immer noch nicht angerufen wegen dem Tram? Nein, habe ich nicht, Sarah. So, kannst zurücknudeln. Werde ich auch nicht. Ja, genau. Die ist richtig gut. Mit der habe ich auch schon an die 20 Wagen mit Holz über 2% problemlos hochgeschleppt. Wieso bist du denn schon wieder Level 9? Ach so, das ist Fabi. Das ist an Fabi gerichtet. Sorry. Auf der alten Map. Wieso steht die Lok so weit hier vorne? Was ist denn jetzt hier wieder passiert? Da, wie schmeckt dir dein Getränk? Sehr gut. Ist diesem Becher gleich viel besser? Ne? Hervorragend, ja. Busy? Bist du busy? Übelst busy. Ja? Ja. Entschuldigung, das ist schön. Ja, danke. Angenommen. Aua. Ah, hör auf. Welche Nudel? Ja, stopp. Nudel, bremst. Nur bremsen. Nicht wieder nach vorne fahren. Jetzt kannst du wieder nach vorne fahren. Und ich muss mal gerade gucken, warum die Lok jetzt hier vorne steht. Das ist aber doch so nicht geplant. Das ist aber eigentlich auch Wurst. Naja, soll mir Wurst sein. So, hi Mittner, bester Mittner. Nein. So, und einmal zurück, bitte. Boah, so viele Wagen.
Ja, obwohl es immer noch kein Scheitholz übrig, ne? Hat er alles weggesnackt. Also vielleicht machen wir doch einen riesengroßen Scheitholzwagen. Einen riesengroßen Scheitholzzug. Ist zwar immer echt lästig, aber mit Gefühlnudel. Bam! Und eher so Gefühl. Was soll das? Ja, ganz nach hinten. Noch weiter zurück. Der Nico, was ist das denn? Ist der im Discord? Nö. Na komm, erst hast du Schiss und jetzt bist du zimperlich? Nein, Regler 100%. Ich glaube eher, du hast eine Handbremse an. Ja, ganz hinten ist die Caboose, aber ich hätte nicht gedacht, dass die dich so auffällt. Ah, kannst aber auch wieder nach vorne. Dürfte so passen. Ich gehe mal gerade gucken. Guck mal, dass ich die dann wieder ankuppel. Ach so, ja gut, und du schiebst natürlich die Lok hier den Berg hoch. Könnte es auch sein, ne? Unter Umständen, oder? Könnte dann. Na, jetzt rollt das Ganze wieder vorwärts. Das ist natürlich sehr schlecht. Das ist natürlich sehr, sehr schlecht. Warte, ich fahre die Lok mal gerade dazu. Pass auf, die Wagen sind hinterher gekommen. Kann sein, dass du da gleich nochmal ran musst. Ja. Und zur Linken sieht man die Biobrücke. Bei der sich der liebe Dodger erbarmt hat, um sie zweigleisig zu machen. Endlich. Also endlich hat sie was getan. Ich glaube, die sind jetzt wieder runtergerollt. Und ich glaube sogar. Ja, bist fast wieder an deinen Zug dran. Okay, kannst du nochmal ein Stück zurücksetzen? Muss ich hier die Bremse höher einstellen? Ich habe die mal nur so auf 13. Das hat nicht gepasst. Ich wollte gerade sagen, vorsichtig. Ja, stopp, 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 stopp. Was ist denn hier jetzt passiert? Was ist das denn? Ja, da hat jemand schon die Weiche umgelegt. Wow. Ich nicht. Nee. Bin erfahren. Oh Mann, ey. Hab nichts getan, steh nur rum. Ja. Hast dich aber auch nicht angemeldet. Glaub, das Gespräch hatten wir schon mal, ne? Wäre ja auch praktisch, wenn du im Discord wärst, zum Beispiel. So. Außer Platz oder reicht die Lücke? Ne, ne, passt, passt. Und jetzt erstmal gucken, wie wir die Wagen wieder zusammenkriegen. So, da hat er den Haken drin. Hier hat er den Haken drin. Der steht falsch rum. Ah.
Das Dämliche ist halt, dass die Weiche jetzt im Prinzip wieder. Ne, jetzt steht sie, glaube ich, richtig rum. So, nehmen wir hier den Haken rein. Was ich sehe, steht die Weiche auf zurücksetzen. Ja, müsste auch richtig sein. Wir haben ja hier die Wagen jetzt aufgestellt. Wieder aufgegleist. So. So. So, du müsstest jetzt langsam mal zurücksetzen können. Und dann müssten wir theoretisch den Zug wieder zusammenkuppeln können. Ne, die Weiche steht aber doch falsch. Was soll denn das? So. Zack. Steht sogar richtig. So. So, kann schon mal Regler runterdrehen. Den Wagen hier habe ich auf 100. Sollte dich dann also bremsen können. Quatsch. So, sehr gut, okay. Können wir wieder nach vorne. Wollt der Zug hier wieder runter? Warum tut er das? Hey, da fehlt eine Kupplung. Wieder fehlt eine Kupplung. Genau, auf euch nicht gucken. Ja, ich komme nochmal. Okay, also die vier haben wir scheinbar zusammen. Ja, stimmt. So, klar, ne? Komm. So, jo, jetzt aber. Muss es wieder nach vorne können. Oh ne, hör auf, hier rumzurollen. So, und zurück. Jetzt ist Nico wieder raus. Wer ist denn hier? Der Feldbahner. Ah. Der war gerade eben hier. Ist ja auch alles gut, aber deswegen hatte ich gefragt, ob er in Discord ist. Ist er aber nicht. Jetzt sind die Wagen nach vorne gerollt. Und er hat hier teilweise halt schon vorbereitet. Jetzt haben wir uns halt hier ein bisschen ins Ausgeschossen. Das ist natürlich doof, wenn man nicht miteinander sprechen kann. So, wobei er jetzt nichts dafür kann. Ist jetzt also keine Schuldzuweisung. Es war einfach, da haben die Bremsen nicht gereicht. Ja, ein bisschen langsamer. Dann sind die Dinger halt nach vorn gerollt, haben sich die Weiche aufgeschnitten und du warst am Zurücksetzen. Das ist dann halt, da sind jetzt leider viele Sachen ungünstig aufeinander getroffen. Aber jetzt ist er einfach wieder weg. So, und wieder nach vorne. Oh, letzte Mal, wa? Und wieder retour. Bisschen langsamer.
Ja, schön. Na. Jetzt werden die Bremsen gelöst. Gut, passt schon. Wieder nach vorne. Naja, letztes shunting, Mal. Shunting. Hm? Shunting, shunting, shunting. Ja, wir sind eigentlich auch ein bisschen blöd, ne? Und Retour. Wir hätten ja einen Trick nutzen können. Du kannst ja von Wagen zu Wagen überladen. Wir hätten hier einfach zwei reinstellen sollen, hätten oder einen, hätten hier einen daneben stellen sollen. Und dann im Vorbeifahren rüberschmeißen. Das müsste eigentlich funktionieren. Ah, ja. Clever. Theoretisch. Müssen wir aber beim nächsten Mal ausprobieren. Oh, bisschen langsamer, Nudel. Ist recht fix. Jo. Oh, das geht. Ja, also du kannst von Wagen zu Wagen überladen, wenn die nah genug aneinander stehen. Oh, jetzt wieder ein bisschen langsamer. Halbe Wagenlänge. Ja, geschafft, wa? So, sehr schön. Und was sagt das Geld? Ja, 9.500 wieder. Und vor allem sagt er, der Schütze geht jetzt mal auf Toilette. So, ganz zurück. Das sollten wir beim nächsten Mal probieren. Da stellen wir hier so einen hin. Ja, ne? Einer müsste leider nur passen, aber ist ja egal. Ja, komm noch ein Stück. Eine Wagenlänge hast du. So, du bist da. So, Bremse gelöst, Bremse gelöst. Und jetzt so, oh, hier war die Bremse die ganze Zeit noch auf 100. Jo. So, dann, lieber Nudel, du bist soweit. Gute Heimreise. So, fahr mir anständig. Weil wenn der ganze Zug aus der Bahn fliegt, da haben wir alle keine Lust drauf, den wieder aufzustellen. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Mit Nummerierung. Nee, diesmal nicht. Und ich flitze jetzt mal ganz, ganz schnell auf Toilette. Und dann machen wir mal den Stahlzug fertig, wa? Na toll. Na, wunderbar. So, rollt die denn jetzt nach hinten? Ich habe Bremse auf 44%. Gibt's doch nicht. Oh, und keine Kohle mehr hier drin. Naja. Nudel. Mhm. Schau mal, DC. Gut gefahren. Ich würde es umsetzen. Hier war aber eigentlich falsch. Hm.
Ach, ich könnte ja theoretisch mal hier den Bauzug wieder mitnehmen, oder? Kann ich jetzt nicht hin, Deutscher. Ja, wenn der Zug hier rollt, dann rollt er. Okay. Das stimmt wohl. Was dabei rauskommt, haben wir, glaube ich, einen Clip von. Ja. Hm. Wir haben noch keinen Clip, wenn er belachen ist. Lass das mal besser. Ich überlege jetzt gerade, ob ich einfach nochmal mit dir mitfahre oder ob wir jetzt den Stahlzug noch beladen. Fragen über Fragen. Wie sieht es denn jetzt bei der Kohlemine aus? Wenn da jetzt wieder Holz war, müsste die ja die ganzen Gleise verarbeitet haben, ne? Nö, immer noch 20. Hä? Ich dachte, du hättest Balken abgeliefert, Dodger. Nee, Bretter. Okay. Bist du noch mit Balken unterwegs, oder? Nee, du bist am Basteln, ne?